Zeit für einen Tanz, Geralt. So, den Kampf kenne ich noch. Und zwar müssen wir A benutzen. 2, 3, jetzt kommt. 1, 2, 3, jetzt schmeißt er Sand, dann müssen wir zur Seite. Dann macht er seine rote Scheiße. Dabei müssen wir ihn dann. Genau dabei. Entweder in dem Moment zuschlagen. Oder wegstoßen mit A. Ich hoffe, ich schaffe das beim ersten Mal. Also eigentlich ist das ja das zweite Mal. Du schlägst nicht! Du fuchtelst! Aber der Kampf ist trotzdem nicht einfach. Schön! Mach das nochmal! Du schlägst nicht! Du fuchtelst! Oh, von hinten. Wieder von hinten. Meine Fresse. So, jetzt. 1, 2, 3. Und jetzt passen. Sand und auf die Fresse. Bis zum Bitter. 1, 2, 3, Sand und weg. Jetzt kommt der Sand. Hat trotzdem. Schön. Mach das nochmal. Bis zum Bitter. 1, 2, 3, Sand zur Seite. Naja, geschafft, schade. Nochmal. 1, 2, 3, zur Seite. Wegstoßen. Und ins Gesicht. Das war auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir doch gleich schon. Jetzt haben wir doch gleich schon. Also mit A geht's am besten mal wegstoßen. Er ist doch sehr verlässlich, er macht immer dasselbe.
spielen. Oh, doch erwischt. Jetzt haben wir ihn. 1, 2, 3. Oh, doch noch nicht. Wie durchschaubar. 1, 2, 3. Weg. Da waren wir zu dicht. Ah. Sand. Zur Seite. Wegstoßen. 1. Ja, jetzt haben wir ihn. Wunderbar. Das erinnert mich an Störtebeker. Gut, Hexer. Hast gewonnen. Verrätst du mir, das ist so eklig, warum du dich in andere Leute Dinge einmischst? Ich wollte Blutvergießen verhindern. So, so. Der Hexer mit dem Herzen aus Gold. Geschmacklos, oder nicht? Immerhin weißt du jetzt, dass ich nicht so schnell den Kopf verliere. Lasst ihn gehen. Du kommst gut weg, Kumpel. Ist dieses Theater wirklich nötig? Bah, Theater. Komm schon. Man muss einen gewissen Wahnsinn an den Tag legen, um sich lebendig zu fühlen. Du weißt, was ich meine. Das sagt jedenfalls das Mal in deinem Gesicht. Weißt du, was das ist? Ich bin nicht sicher, aber ich habe einen Verdacht. Du hast dich mit einem gefährlichen Mann eingelassen, Hexer. Du bist unsterblich? Kommt drauf an, was du darunter verstehst. Töten kann man mich jedenfalls nicht. Aber es ist nicht so, wie die Leute denken. Nicht zu sterben bedeutet nicht, ewig voll und ganz zu leben. Ist das ein Fluch? So würde ich das nicht nennen. Sagen wir, man sollte aufpassen, was man sich wünscht. Es gibt Konsequenzen. Ich verstehe nicht recht. Wenn man praktisch unverwundbar ist, geht man groteske Risiken ein und jagt extremen Eindrücken nach. Irgendwann hat man alles erlebt. Das Leben wird öde und eintönig. Der Trick ist, das durchzustehen und nach dem zu greifen, was als unmöglich gilt. Hab das Biest getötet. Dann sind Glückwünsche angebracht. Deine Belohnung. Such dir auch etwas aus dem Anwesen aus, falls dir dann alles verbrannt ist. War der Kampf hart? Hab ihm den Bauch aufgeschlitzt und es wurde zu einem Menschen. Du wusstest, dass das passieren würde? Klar doch. Sonst hätte er dich da nie reingezogen. Gaunter Odin. Gekommen, um zu verleumden? Nein. Gekommen, um Schulden einzutreiben. Du weißt, dass du zuerst... Ja, dass ich 3 Forderungen erfüllen muss. Mit der Hilfe meines Stellvertreters und Champions, Geralt von Riva. Wollen wir das jetzt machen oder wollen wir das nicht machen? Das ist die Frage. Wem kann man jetzt vertrauen? Dem kopflosen Reiter hier oder dem komischen Kaufmann? Ich meine, er hat uns angeboten, wir kriegen bei ihm Rüstung, Schwerter und den ganzen Kram.
Aber ich weiß nicht, was wir bei dem kopflosen Reiter erwarten können. Ich nehme erstmal das Erste, weil noch haben wir ihm nichts versprochen. Nicht so schnell. Ich habe mich zu nichts verpflichtet. Aber das wirst du bestimmt tun. Wusstest du, dass es Olgierd war, der den Prinz der Ophiri in die Kröte verwandelt hat? Das hat er nicht erwähnt? Dann will ich es tun. Die Geschichte ist wirklich packend. Olgierd liebte einst ein schönes Mädchen namens Iris. Doch ihre Eltern erwählten den Kronprinzen von Ophir für sie. Olgierd entwickelte großen Hass auf ihn. Zuerst wollte er ihn umbringen. Dann fand er das zu einfach. Stattdessen verfluchte er den Prinzen zu einem niederen Leben im Leib einer Kröte. Und als er sich am Leid des Prinzen satt gesehen hatte, beschloss er, die Sache zu beenden. Durch dich. Sag mir, Odim, wer soll meine letzten drei Forderungen erfüllen? Mein Assistent, Geralt. Dann scher dich weg. Ich will dein Gesicht nicht länger ertragen, als ich muss. Komm. Wohin? Zum Stall. Meine Männer bereiten unsere Abreise vor. Hättest mir die Wahrheit über das Monster sagen können. Wolltest du dich auf meine Kosten amüsieren? Ich wollte das Vieh einfach tot sehen. Konnte nicht wissen, dass du dich auf den Aushang meldest. Zufall. Aber ich muss zugeben, dass ich es passend fand, einen Hexer daran zu lassen. Ihr seid Fachleute. Ich hätte den Fluch vielleicht aufheben können. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wozu das Aufhebens? Er war ein Mensch. Ein verdammter Ophiri-Hund, kein Mensch. Solch Abschaum verdient nicht zu atmen. Dieser Krach zwischen dir und dem Spiegelmeister. Damit will ich nichts zu tun haben. Hast du bereits, fürchte ich. Er hat etwas für dich getan. Jetzt bist du ihm was schuldig. Habe ich recht? Ja. Na, dann wirst du ihn erst wieder los, wenn ihr quitt seid. Aber keine Sorge. Ich denke mir Aufgaben aus, die du nie erfüllen kannst. Könntest höchstens irre dran werden. Aber gib dein Bestes und du bist deine Schuld los. Und ich kann in Frieden leben, bis der Spiegelmeister sich einen neuen Adjutanten gesucht hat. Was er über den Prinzen gesagt hat, stimmt das? Du hast ihn in eine Kröte verwandelt? Vielleicht. Oder der Dauphin der Ophiri hat einfach irgendein Essen nicht vertragen. Bei deren Küche weiß man nie. Wäre mir neu, dass Nahrung jemand zum Monster machen könnte. Dann hat er wohl was Falsches getrunken. Ach, ich habe ihn verflucht. Aus Rache und Enttäuschung. Damals war ich noch ein anderer. Ich habe mich hinreißen lassen und die Worte einfach gebrüllt. Dachte selbst nicht, dass es klappt. Ich muss die Frage wohl direkt stellen. Was soll ich für dich machen? Lass mich nachdenken. Wir haben gerade kein Dach über dem Kopf. Vielleicht fangen wir damit an. Bring mir das Haus von Maximilian Borsodi. Sein Haus? Warum denn so überrascht? Ich muss doch irgendwo leben. Was soll das bedeuten? Bist du von Sinnen? Willst du ein dreckiges Pferd reiten? Geh mir aus den Augen, Kerl. Weißt du, was Wladimir mit dir täte, wenn er das sähe? Ja. Wladimir? Mein Bruder. Es gab Tage, da stank er wie 3 Tage alte Fußlappen. Aber sein Pferd war stets paradetauglich. Ach, beim Zechen war Wladimir konkurrenzlos. Leider feiert er nicht mehr viel. Finde ihn darum und bereite ihm die Sause seines Lebens. Das ist meine 2. Forderung. Gut, das scheint machbar. Was ist die 3? Erledige erstmal diese 2. Dann reden wir weiter.
Irgendwelche Tipps? Wohin? Wie beginnen? Du musst irre sein. Warum sollte ich es dir leichter machen? Wo finde ich dich, wenn ich mit ihnen fertig bin? Ich weiß nicht, welchen Zeitvertreib mein Trupp für mich plant. Sagen wir, in der Taverne zur Alchemie in Ochsenfurt. Schön, wir sehen uns dort. Der Bruder dürfte kein Problem sein, aber das Haus? Wie soll ich ihm ein Haus bringen? Das Gegenteil trifft zu. Das Haus sollte dich nicht betrüben. Der Bruder umso mehr. Du hast auf mich gewartet. Wie nett. Ich konnte meinen Stellvertreter doch nicht dem Schicksal überlassen. Ich dachte, ich müsste Olgierts Wünsche selbst erfüllen. Laut Vertrag, ja. Aber mir ist nirgends untersagt, dir zu helfen. Und ich habe das Gefühl, dass du bei den ersten beiden Aufgaben Hilfe brauchen wirst. Borsodis Haus. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das bringen soll. Der einzige Borsodi, den ich kenne, betreibt in Ochsenfurt ein Auktionshaus. Ich hörte davon. Meine Schwerter wären da fast mal versteigert worden. Aber da fand die Auktion in Novigrad statt. Sie müssen umgezogen sein. Vielleicht kommst du dazu, sie nach dem Grund zu fragen. Gut, ich gehe hin. Und dann? Woher soll ich das wissen? Vielleicht findest du dort Inspiration. Oh, und nimm genug Geld mit. Das könnte dir noch dienlich sein. Olgierts Bruder, warum ist er ein Problem? Er ist tot, fürchte ich. Seit vielen Jahren. Na, von Nekromantie war nie die Rede. Nekromantie ist nicht die einzige Möglichkeit, eine Seele zu rufen. Du brauchst so ein altmodisches Ritual wie eine Blutbeschwörung. Also habe ich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Außerdem brauche ich das Blut des Herbeizurufenden. Blut, schon. Aber nicht unbedingt das des Herbeizurufenden. Hier. Wo hast du das her? Geralt, Geralt, Geralt. Du bist aber auch neugierig. Nimm an, dass es von Everick Blut ist und mach weiter. Und wo finde ich diesen Wladimir? Geralt, ich kann nicht alles für dich tun. Benutz dein Hirn. Die von Everick sind hier wohl bekannt. Du musst jemandem begegnet sein, der von ihnen gehört hat. Die bezaubernde Rotschopf-Doktorin vielleicht. Du weißt schon, von wem ich spreche. Es ist wohl Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Etwas Enthusiasmus, Hexer. Du könntest dich auch einfach amüsieren. Ja, ich kann's kaum erwarten. Wo finde ich dich, wenn ich Hilfe brauche? Dann finde ich dich. Viel Glück, Geralt.